Hallo und willkommen zu einem neuen Spiele-Vorspieler. Ich bin der Jules und ja, der ist nicht da. Oh, das ist sehr schade, aber ich habe mich dazu entschieden, einen Klassiker bzw. einen modernen Klassiker der Spielegeschichte zu spielen, und zwar Call of Duty 2. Das ist auch mein Lieblingsteil der Call of Duty-Serie und es hängen sehr viele Erinnerungen an diesem Spiel und an der E-Sport-Szene, weil ich ziemlich aktiv war in dieser und auch recht erfolgreich, will ich meinen. Und ja, ich habe eigentlich erst einmal den Singleplayer-Modus gespielt und das war, wo das Spiel rauskam, und zwar 2005 war das. Und ja, ich würde sagen, ich schwafle jetzt nicht so viel, sondern starte einfach mal das Spiel. Ich habe noch nicht angefangen. Ich wollte nur einen Soundtest machen und ja, ich spiele auf Veteran. Ja, ich bin schon ziemlich ein harter Kerl. Und ich starte einfach mal mit dem Training der Roten Armee, weil das das erste Kapitel ist. So, ja, dann Veteran, natürlich. So, also das Spiel ist, wie gesagt, 2005 erschienen und wurde von den Entwicklern Infinity Ward gemacht. Und die zwei Hauptentwickler waren vorher bei, wie heißen sie? Ich habe keine Ahnung, jedenfalls bei den Entwicklern, die Medal of Honor Elite Assault gemacht haben damals. Und das war ja so der Startschuss für diesen ganzen Schwall an Zweite Weltkriegs-Shootern, die danach dann kamen. Und ja, die Welle hat jetzt auch, ist jetzt eigentlich auch abgeflacht und jetzt gibt es eigentlich nur noch, ja, Modern Warfare und diesen ganzen Nahostkram und Irakkrieg und das ganze Szenario. Jetzt wird das ausgelutscht und ja, jedenfalls. Jetzt ist eigentlich wieder der Zweite Weltkrieg wieder in. Also, beziehungsweise nicht mehr so ausgelutscht. Deswegen starte ich jetzt einfach mal das Spiel und bin ruhig. 1939. Die deutschen Armeen beginnen mit ihrem Angriff auf Europa. Als erstes fällt Polen, dann Dänemark, Norwegen, Frankreich, Belgien, Luxemburg und die Niederlande. Wir schreiben das Jahr 1941. Mit mehr als 7 Millionen Einheiten wenden sich die Deutschen nach Osten und beginnen mit der Invasion der Sowjetunion. Mit ihrer Blitzkriegtaktik rücken sie schnell vor und schlagen gnadenlos durch die sowjetischen Verteidigungen. In weniger als 4 Monaten erreichen sie die Hauptstadt Moskau. Ohne weitere Verstärkungen muss sich die sowjetische Verteidigung Moskaus auf tausende junger Rekruten verlassen, die sich nun in der Eiseskälte des russischen Winters den gut ausgebildeten deutschen Einheiten stellen müssen. So. In ein paar Stunden stoße ich zu unseren Genossen bei der Verteidigung von Moskau. Die Deutschen haben sich bis auf ein paar Kilometer der Stadt genähert und viele Bürger, auch die meisten meiner Verwandten, wurden von der deutschen Artillerie getötet. Wenn ich auch bis heute nie ein Gewehr in Händen gehalten habe, bin ich bereit, es zu lernen, um zu tun, was ich muss, um unser Land gegen die Deutschen zu verteidigen. Ja, das habe ich gesagt, Private Vasili I. Koslov. Und wie gesagt, ich spiele diesen Private Vasili in dieser Russland-Kampagne. Willkommen bei der Grundausbildung, Genossen. Tun Sie zum Überleben genau das, was ich Ihnen gleich sagen werde. Jetzt gehen Sie rüber zum Tisch und nehmen Sie die Waffen. So, also, das ist erstmal das Tutorial. Da sieht man die grundlegenden Bewegungsabläufe, dass man mit W zum Sie müssen Beispiel schneller sein, Genosse. laufen Sie kann benötigen und eine mit der echte Waffe, Maus wenn Sie sich Feinde töten umsieht, wollen. ist eigentlich Achten Sie auf den alles so Kompass. schon, Der Stern auf dem also ist Kompass eigentlich zeigt die Tarnung Standard, des momentanen Ziels an. dieses Nun zum Gameplay, diese Lager und holen Sie Spielmechanik. sich eine Pistole und ein Gewehr. Los! So, aha, der Stern auf dem Kompass zeigt, wo ich hin muss. Auf Tab sehe Die ich, was Waffen ich sind machen auf dem muss. Tisch, Genosse. Ich muss diese Waffen hier holen mit F. Gut. Jetzt melden Sie sich bei Kommissar Ledlef. Los! So.
Jetzt soll ich zum komischen Kommissar. Sehr gut, Genosse. Vergessen Sie nie den Stern auf Ihrem Kompass, um Ihre Ziele zu erreichen. Okay, Vassili. Lassen Sie mal sehen, wie gut Sie zielen. Visieren Sie einen der Teddybären an. Teddybären. Trünstige Gegner. Gut, jetzt schießen Sie auf den anderen. Boah, das war jetzt schlecht. So. Pistolen und Maschinenpistolen sind auf kurze Distanz gut, Genosse. Aber für Distanzschüsse ist ein Gewehr besser geeignet. Ja, das ist logisch. Wechsel ich mal zu der. Bereit, Genosse? Schießen Sie auf die Flaschen und Deren. Ackern, genau. Stellen Sie sich vor, es sei der Feind. Dann soll ich da drauf schießen. Schön Weinflaschen. Ah gut, das sind wohl die Feinde der Wodkaflaschen. So, was? Oh je. Oh je. Ich war auch mal besser. Das reicht, Vassili. So, mal sehen, wie Sie sich unter Druck schlagen. Sie haben 15 Sekunden, um die Helme zu treffen. Bereit? Ja. Los! Ah, ihr deutschen Helme. Das sind anders verdient. Oh oh. Gut, Genosse. Jetzt kommen Sie her und schlagen die Puppe mit Ihrem Gewehr. So, mit Shift kann ich diese Puppe hier umschlagen. Das reicht jetzt, Genosse. Kommen Sie her und nehmen Sie eine Granate. Im Multiplayer-Modus, da war es so, dass man mit dem Schlag einen Gegner sofort getötet hat. Aber... Weil echte Granaten teuer sind. Ja. Ehrlich gesagt sind sie viel mehr wert, als sie es sind. Oh, natürlich. Das war aber jetzt fies. Jedenfalls... Der Schlag, der Kolbenschlag hat mehr abgezogen, beziehungsweise hat einen sofort getötet, als ein Schuss zum Beispiel in den Oberschenkel oder sonst wohin. Aber das ist so, weil es gab in diesem Spiel hier noch kein Messer. Und das war eben so das Pendant dazu. Ah, wir haben einen Gefangenen. Das kann ja nur ein böser Nazi sein. Ja, lauf schneller, lauf schneller. Nein, ah. Okay. Ja, wer ist es? Ah, ja. Aufhören, bitte nicht. Töten Sie mich nicht. Unsere Truppen rücken noch weiter in den südöstlichen Sektor. Genosse Kommissar, dann rücken Sie also und werden von Halbketten hinter unserer Linie Halbkettenfahrzeuge unterstützt. In Südosten vor. Ich glaube, das war ein kläglicher Versuch, auch noch mobile Artillerie. Mit der deutschen Synchronisation einen Deutschen zu übersetzen. Es sieht ernst aus. Hören Sie, Genossen. Im Osten, im Keller eines Hauses, ist ein Waffenlager. Gehen Sie dorthin und nehmen Sie sich Munition und Vorräte. Ich kümmere mich um unseren Gast. Denken Sie an das, was Sie gelernt haben. Viel Glück! Alles klar, mit Kartoffeln schmeißen und auf deutsche Helme schießen. Und auf Weinflaschen. So. Jetzt gibt's Action. Was ist hier? Eiern. Panzer, Ketten, Kampfwagen, Fahrzeug, Ding, Maschinengewehr. Ah ja. So, jetzt bin ich so schön in der Wand. Super. Jetzt habe ich einen PPSH. Eine Waffe mit 71 Schuss und ein Trommelfeuermagazin. Trommelmagazin. Ah ja, eine Rauchgranate. Ah! Ist das Schnee? So. Alles klar. Ah, los, los, dabei, dabei. Ah, ja. Oh. No, oh, 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 oh. Oh mein Gott. Alle tot? Sehr gut.
Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass hier so viel Blut geflossen ist. Das ist abartig. So. Oh. Eine KR-98K, das ist meine Lieblingswaffe gewesen. Ja, ja, gibt's ihn. Los! Sehr gut. Situation geklärt. Was ist hier los? Das ist der Panzerwerfer. Wir müssen einen Weg um das Tor herumfinden. Okay, wir können einfach übers Tor klettern. Aber okay. Und gleich über den Zaun. Komm raus, komm raus. Der war doch drauf. Wo denn? Au! Und jetzt hab ich ihn. Au, 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 au! Ach da, der... Ah, der hat noch gelebt, genau. Deswegen hat er seine Pistole ziehen können. Au, 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 au. Mein Gott. Ich werde nicht überleben, hat er gestanden beim Veteranen-Schwierigkeitsgrad. Glaube ich aber nicht. Wo lebt noch? Jetzt hat er. Also das Spiel ist schon ziemlich brutal. Nichts für Kinder, deswegen ist das auch 18. Ich hoffe, hier gucken keine Kinder zu, weil das kann ich echt nicht beantworten. So. Au, au, au. Call of Duty 2 hat auch dieses System eingeführt, dass man keine Medipacks mehr aufsammeln muss, sondern dass man sich selbst regeneriert. Das ist ja so eine kleine Revolution gewesen in dem Shooter-Genre. Und es wurde dann auch übertragen auf zum Beispiel Mass Effect, glaube ich. Also auch auf andere Spielgenres. Mal ein bisschen konzentrieren. Jetzt bin ich ja gleich tot. Also ich treffe den einfach nicht. Was ist denn da los? Ich werfe einfach mal eine Granate. Einen Kartoffelstampfer. Ja, das war nicht so gut. Ah! Der lebt doch noch hier, der Weiße. Der Weiße! Au, 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 au! Au! Der einzige Gewinner des Krieges von 1812. Oh, das konnte ich jetzt nicht lesen. Ich wollte es doch schön vorlesen. Okay, jetzt versuche ich es nochmal. So, erstmal die beiden dahin. Au, au! Ja, ich werfe einfach mal eine Granate. Und, da fliegt sie und... Yeah! Bam! Damit habt ihr nicht gerechnet, mit einer deutschen Granate erworfen zu werden. Ah! Sehr gut. Oh, ganz viele. Also zwei. Schnell der PPSH voran. Was wo? Ah! Du schießt mich mit der Pistole kaputt? Was soll das denn? Super. Weg hier. Nice. Oh mein Gott, ich dachte, wir wären im Training. Genosse, es gibt kein besseres Training als den Kampf ums Überleben. Ja, und du hast gar nichts gemacht. Ja. Es gibt keine Atheisten in Schützenlöchern. Ist. Was? Was? Moment. Es gibt keine Atheisten in Schützenlöchern. Ist kein Argument gegen den Atheismus. Das ist ein Argument gegen Schützenlöcher. Ja, James Morrow hat das gesagt. Sehr kluger Kopf, kenne ich nicht. So, das soll es aber auch schon gewesen sein mit dem ersten Part von Call of Duty 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, schaltet ein in den weiteren Parts. Und falls nein, schaltet trotzdem ein. Und vielleicht kann ich euch ja noch überzeugen, dass es vielleicht noch besser wird. Also, bis dann und ciao. Ich bin Jules von den Vorspielern. Und wir sehen uns später, hoffentlich. Ciao.